Whoa! Bootlickers stick their nasty thorns into his heels. Alles meins! Alles meins! Oh, das sieht auch cool aus, dieses... Ich hab da gerade drauf gezeigt. Nee, hier das... Gestrüpp. Schwarztonikum. Ever heard of a lung blossom? Oh Gott. It's bigger than the stories say. Ich mache euch erstmal aus. Sichere Entfernung kaputt. Was ist denn, wenn wir hier hingehen? Breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. Nice. Okay, neue Gegners. Boah, fuck, jetzt hänge ich hier schon wieder drin in der Kacke. Nicht so geil. Können wir auch bestimmt so eins zurückschleudern. Oh. Hard to get a sure footing in the bog. Okay, das geht auf jeden Fall nicht auf den Gegner zurück. Ach ja. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Okay, so kann man sich da draus befreien. Das ist schön zu wissen. Well, a kid prunes it down to size somehow. Hm. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Schwarztonikum, was wir nicht gebraucht haben, was ich sowieso kaum brauche in dem Spiel. Ja. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. So, wir können ja was abgeben. Das machen wir erstmal. Ne, das war hier falsch. Das hier. The Gravers. The Arm of Justice. They seemed unstoppable. So. Das heißt, ich müsste mir mal andere Waffen nehmen, damit ich den anderen Kram auch noch machen kann. Das Schild haben wir eh immer dabei. Dann nehme ich mir jetzt, denke ich mal, den Bringerbogen. Ah. Und...
Bringerbogen und hier diese Muskete. Oh, guck mal hier. Hier gibt's was Neues. Ah ne, ich kann mir ja was Neues nehmen. Genau. Was nehme ich dann? Trefferchance. Ah, das habe ich schon eingesetzt. Schade. Wir gucken mal, was wir noch... Ja. Wir können mal gucken, was wir hier noch kaufen können. Kann ja sein, dass... Ja, natürlich gibt es was Neues. Duellentscheider. Duellpistolenfertigkeit. Ein einzelner, schneller, vernichtender Schuss, der direkt auf die empfindlichsten Stellen des Feindes... Nachdem die Pistoleros diesen Trick einführten, wurden die Duelle bald komplett eingestellt. Ist logisch. Kaufen! So. Kann ich das alles kaufen? Ja. So. Alles gekauft. Gehen wir erstmal hier hin. Oder? Ja. So, jetzt tun wir hier erstmal alles aufrüsten, wenn das funktioniert. Leichtmetallschaft. Plus 50% Schaden. Effektiv mit Vorschlagkopf kombinierbar. Effekt mit Vorschlagkopf kombinierbar. Ein leichterer, aber stabilerer Schaft, der jedem Schwung noch mehr Wucht verleiht. 100% kritische Trefferchance. Eine Sonderanfertigung Hammer. Für zielgenaue Anwendung. A sail hammer is only as strong as its spine. That's a strong spine. Dann werde ich schon mal voll aufgerüstet. 25% plus 25% Zug, also geschmeidige Bogenenden. Plus 25% Zuggeschwindigkeit, Effekt mit Schnellsehne kombinierbar. Extrem dehnbare Bogenenden liefern eine höhere Zuggeschwindigkeit, ohne die Schusskraft zu verringern. Oder verstärkte Bogenenden. 2 Zieldurchschläge pro Schuss. Effekt mit Kraftsehne kombinierbar. Stabilere Bogenenden versehen jeden Schuss mit mehr Wucht und erlauben das gleichzeitige Treffen mehrerer Ziele. Das nehmen wir. His bow's looking lean and mean, like a prize fighter. Ich glaube, wir können hier gar nicht alles machen. Hohle Kammer, plus 8 Munitionskapazität. Effekt mit Doppelmagazin kombinierbar. Eine größere Munitionskammer reduziert die Häufigkeit, mit der nachgeladen werden muss. Schnellschubkammer, plus 55% schnelleres Nachladen. Effekt mit Schnellmagazin kombinierbar. Eine elegante Munitionskammer, die blitzschnelles Nachladen ermöglicht. Hier haben wir ja schon einen Schaden. Schnelleres Nachladen haben wir schon. Nehmen wir das. Now he can shoot that fang repeater all day long. So, etwas Scharfes. Legierungsspitze. Plus 20% kritische Trefferchance. Effekt mit scharfe Schneide kombinierbar. Eine nahezu unverwüstliche Spitze, die problemlos durch lebensbedrohliche Bereiche vordringt. Oh! Schleimbeutelspitze. Lähmungsangriffe. Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Effekt mit gezackter Schneide kombinierbar. Eine vergiftete Spitze, die kleine versteckte Behälter mit Schleimbeutelgülle enthält. Das haben wir schon. Points just don't get any sharper than that. So. Das nächste können wir wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Doch, 800 geht noch. Das ist auch gut, dass wir das jetzt machen, weil die wollte ich ja eh nehmen. Taktikkolben. Reduzierte Abzüge bei Distanzschaden. Was für Abzüge, hä? Ein modifizierter Kolben, der die Leistung der Muskete in ihrem gesamten Wirkungsbereich verbessert.
Überall Kolben. Plus 33% schnelleres Nachladen. Ein Militärkolben, der zur Verringerung der Pausen zwischen den Schüssen konzipiert wurde. Das nehmen wir. To master the musket, you gotta get rid of the recoil. So. Ah, Kugelstreuung verhindert. Das ist schön. Weil dann level ich die nämlich erst noch auf und dann können wir dann wahrscheinlich auf dem Übungsgelände richtig übel was reißen. So. Erstens Waffenlager. Weil da nehmen wir nämlich den tollen Hammer. Und hier das olle Blechmuskete-Gedöns. Wuchtbrumme haben wir ja auch neu bekommen. Ein vernichtender Angriff, der alle Feinde betäubt, die das Pech haben, sich ihm in den Weg zu stellen. Mit seiner Hilfe wurden die schwersten Steinelemente in die wogenden Wände eingesetzt. Okay, haben wir noch irgendwas Neues? Duellentscheider, genau. Ein einzelner, schneller, vernichtender Schuss. Achso, bla, habe ich schon mal vorgelesen. Noch irgendwas? Nee. Nehmen wir das mal. Kids ready to get real personal with hammer and musket in hand. So. Ach so, genau. Da war ja was. That's it. Few more shards like that, we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. What? Ich hab etwas Angst. The shards got enough juice to spruce up any of these places. Jetzt können wir die auch nochmal aufleveln. Ah, das ist doof. Ich muss das vielleicht mal vorlesen. Ware Destille. Die Ware Destille gewährt dir Zugang zu starken Spirituosen aus dem Privatkeller. Ware Schmiede. Die Ware Schmiede gewährt dir Zugang zu zwei weiteren Aufwertungsebenen, die das volle Potenzial einer jeden Waffe freisetzt. Das ist schon mal sehr interessant. Das wahre Waffenlager gewährt Zugang zu Trapper-Schlinge, einer mächtigen Geheimfertigkeit. Da bin ich eigentlich nicht so dran interessiert an den Geheimfertigkeiten, weil ich die eh nicht benutze. Wahre Gedenkstätte. Die wahre Gedenkstätte gewährt Zugang zu einer Reihe neuer Missionen zum Andenken an die Katastrophe. Der wahre Schrein gewährt Zugang zu neuen Götzen, die Abbilder der unzugänglichsten Gottheiten sind. Das wahre Fundbüro gewährt Zugang zu weiteren Inventargegenständen, einschließlich neuer Spirituosen. Ich nehme hier die Schmiede. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. I don't know what happened, but okay. Gut. Ah, da ist sogar ein Sternchen jetzt. Also das heißt, denke ich mal, jedes Mal, wenn wir so einen ollen lilanen Stein einsammeln, dass wir dann, ne? The city tried to use the shards to stake out the wild. So much for that plan. So, okay. Das heißt, dass wir in der nächsten Aufnahme zur Lagune des Roadhus gehen. Roadhus. Oder Rothaus. Keine Ahnung. Der Legende nach hält sich hier die sagenumwobene Knöchel-Gator-Königin auf. Das hört sich sehr nach einem Boss an. Rothus Lagoon. Even the brushes stop going there.
didn't like being okay, das Ding heißt wirklich Roadhouse. Könnt ihr nicht einfach sagen, yo, wir machen alles in Deutsch oder yo, wir machen alles in Englisch? Keine Ahnung. Gut. Ja, ich hoffe mal, euch hat dann die heutige Aufnahme gefallen. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss.